Und damit erneut herzlich willkommen zurück auf unserem neuen Schiffchen, der Argo, an dem unser Leopard angedockt ist. Unser großes Söldnerwappen prangt auf der Seite und auch das Schiff ist in unseren Farben bemalt, wie man sehen kann, mit dem Rot und dem Weiß. Das ändert sich auch, sollten wir die Farben mal ändern. Wie gesagt, also falls ihr einen schönen Vorschlag habt, vielleicht selber das Spiel kennt und mal mit euren Wunschfarben durch die Gegend fahren wollt, dann macht mir doch einen Vorschlag. Aber es muss ein guter sein und natürlich auch mit Namen und Wappen schön passen. Also strengt euch an. Jetzt gucken wir erstmal ganz kurz, dass wir unsere Max wieder in den richtigen Zustand bekommen. Wir sehen, wir können noch zwei weitere Buchten bekommen. Und wir reparieren jetzt erstmal einfach den Ersatz-Mac, den Jenner. 2 Tage dauert das. Das werden wir mal vorziehen, denn aktuell dauert der Blackjack 28 Tage noch. Das ist ein bisschen lang. Auch wenn es sich jetzt ein bisschen verkürzt hat, dadurch, dass wir die Argo bekommen haben, haben wir nämlich auch ein paar mehr MacTech-Punkte und auch ein paar mehr Medizin-Punkte. Deswegen ist auch Decker jetzt etwas schneller wieder fit. Etwas zumindest. Und wir schauen jetzt mal bei der guten Dr. Farah Murad im Maschinenraum vorbei. Und gucken mal, was wir machen können, denn wir werden definitiv schon jetzt mal etwas machen. Denn Geld ist ja da. Wir können das Reparaturgerüst bauen, um damit 2 Tech-Punkte zu erhalten. Wir können die Lounge bauen, um unseren Mac-Piloten einen zusätzlichen Moralpunkt dauerhaft zu verschaffen. Wir können allerdings auch die Elektronik wieder auf einen besseren Stand bringen. Und gar nicht mal so teuer. Wir können auch die Struktur etwas aufbessern. Man sieht ja noch relativ viele Strukturbalken durchblitzen. Kostet auch nur 90.000. Ist auch, ich sag mal, brauchbar. Allerdings möchte ich auf 2 Dinge hinarbeiten. Zum einen auf den 2. Mech-Hangar. Denn zum einen kriegen wir dadurch nochmal mehr Platz und mehr Tech-Punkte zusätzlich für Max. Das ist das eine, was ich gerne machen möchte. Kann sein, dass das, was ich jetzt noch dran dachte, das aus dem Mod kommt, das ich zuletzt gespielt habe. Aber normal dachte ich, dass der Mech-Hangar, der 2., auch dafür sorgt, dass man 2 Mechs gleichzeitig reparieren kann. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Könnte auch an dem Mod hängen. Was ich aber auf jeden Fall machen möchte, das Ausbildungsmodul. Das Trainingsmodul ermöglicht es unseren Mech-Kriegern 20 Erfahrungen pro Tag zu sammeln, bis maximal 10.000 Erfahrungen. Und das ist für so Mech-Piloten wie die gute Sandcastle und auch Medusa dürfte noch drunter sein. Interessant, denn damit können wir uns unsere Ersatzpiloten schon mal ranziehen sozusagen. Ja, auf das gehen wir zuerst. Wir können es aber noch nicht, weil die Stromkabel noch nicht in Ordnung sind. Deswegen reparieren wir die mal zuerst. Legen die 90.000 in die Reparatur. Dauert 10 Tage. Und damit fangen wir dann mal an. So, was haben wir sonst noch so? Jetzt müsste in der Kommandozentrale, genau, der gute Lord Madeira auch mit drin stehen. Noch ein weiterer, mit dem man quatschen kann. Halt allerdings nicht allzu viel von den Gequatsche, da ist noch nicht allzu viel dahinter, was man sich da rausholen kann. Ist mehr nur so, ich sag mal, Hintergrundgeschichten erfahren oder so. Was haben wir an Aufträgen da? Mal gucken. Direkt vor Ort haben wir eine verhinderte Revolte an der Talbahn und 2 Zweier. Dornen der Seite, Attentat, Basis einnehmen und noch ein Attentat. Ja, was machen wir? Ich würde sagen, wir versuchen mal hier die Basis einzunehmen. Wir haben eine ordentliche Menge an Schrott, die wir sammeln können. Deswegen drehen wir auch mal hoch. 4 von 18, 3 von 14. Ich meine, Geld haben wir momentan genug. Wir gehen mal auf Schrottsammlung. Und so, dann treten wir wieder in den Dienst des Hauses Arano. Jetzt allerdings nicht für eine Hauptmission. Und Diebstahl ist auch eine Art der Schmeichelei.
Allerdings müssen wir den Jenner ersetzen. Wir haben ja zum Glück noch den Panther. Und ja, so ziehen wir jetzt wieder ins Feld. Los geht's. So, dann begehen wir doch mal einen Basisdiebstahl. Glaubhafte Abstreitbarkeit ist unsere Spezialität. Was? Okay. Dann streiten wir mal ab. Sobald das Spiel uns lässt. Und da geht's los. Command Interface initiated. So. Wir müssen also. Von der 5-5 ein bisschen beobachten. Okay, alles klar. Eliminieren Sie den Feind und übernehmen Sie Kontrolle über das Gebiet. Verteidigungstürme hat es natürlich auch. War ja klar. Ha. Wie sieht denn das hier so aus? Da auf den Hügel scheint man gehen zu können. Ist jetzt halt nur die Frage, bringt's wirklich viel? Cody jedenfalls nicht, weil er kann da dann nicht runterhüpfen. Er muss auf jeden Fall hier lang gehen. Wir schicken den Hunter mal zum Gucken und den Windticketer mit hinterher und beide können ja, oder ich hoffe zumindest beide können, ja doch, hat Sprungdüsen. Können dann da runterhüpfen, falls sie von dort aus nichts hingeschissen bekommen, sozusagen. Und, na, warum lässt er mich? Ach komm, Spiel. Jetzt. Jetzt darf ich den Punkt auswählen, den ich will. So. Mal gucken, was sich auf dieser Karte hier finden lässt. On my way. Scheinbar noch nicht viel. Jetzt. Das ist ein Turm. Das ist ein Turm. Und wir kriegen ihn nicht in Sicht. Mit Medusa. Halten wir ihn erst nochmal zurück. Und gehen mit Behemoth vor. Bis in den Wald hier. Ah, da kriegt sie. Echt jetzt? Okay. Dann halt nach dort. Denn eventuell kann sie ja den Turm schon mal ausschalten. Ja. Sie ist in Sicht. So. Mal gucken, weitere Streitkräfte. Die berichtete Geschützstellung vor. Ja, schön. Die habe ich schon gesehen. Damit kommst du jetzt ein bisschen früh. Da ist noch ein zweiter. Mal da. Einen von den Scharfschützentürmen, wie wir sie ja schon in der letzten Hauptmission kennengelernt haben. Haben jetzt allerdings nur mit dem schweren Laser eine Chance zu treffen. Machen wir aber trotzdem. Und dann brauchen wir beim nächsten Mal weniger. So. Ja, die beiden können von da oben tatsächlich was reißen. Ja, wahrscheinlich werden wir sie in einem der nächsten Züge dann trotzdem von da oben runterholen müssen. Roger. Eine PPK. Waiting on you, Commander. Mal gucken, was Glitchstein macht. Coordinates received. So, wie viele Punkte hat er noch? Sieben. Ja, ne? Also, der kriegt jetzt nur ein paar LSRs verpasst. Here we go. Und das reicht dann auch. Bang, you're dead. So. Dann haben wir Cody noch. Er kann dann mal vorwärts sprinten. Moment.
Okay, habe ich mich verguckt. Ich dachte, er wäre genauso weit gekommen mit Laufen. Und mal schauen, was wir da denn für einen Turm noch haben. Kann sein, dass der vielleicht gleich einen Sensorlock macht, falls der uns schon eine Reichweite hat. Sind die Sensoren? Tut er aber anscheinend nicht. Good to go. Dementsprechend, der Sprung wird uns nichts bringen. Aber mit dem kommen wir zumindest runter. Und in Sichtreichweite. Ein Laserturm. Zwei mittlere Laser, zwei MGs. Vorweichen. So. Da hinten ist noch ein Turm, okay. Haben wir noch 47, dann spannen wir uns die KSRs. Engaging Target. Und ein Turm weniger. Target destroyed. So, schon mal leichte Entschlossenheit, die wir uns hier sammeln. Good to go. So, wie gesagt, wir müssen mit den beiden auch noch runter. Damit sie in Zukunft auch definitiv immer irgendwas machen können. Yes, Commander. Und der Rest bewegt sich einfach vorwärts. Oh, hier scheint eine Zone zu sein, wo ein Landungsschiff runterkommen wird. Gut zu wissen. Moving to position. Ist denn das Landungsschiff, was die Forschungseinrichtungen, die Sachen, die da draus gewünscht sind, abtransportieren wird? Im Normalfall. Hatte ich nicht Sprinten gemacht? Okay, jetzt bin ich irritiert. So, mal gucken. Was haben wir da denn noch? Ein Sprung in den Wald? Engaging Jump Jets. Noch ein Scharfschützenturm. Auch ein KSR-Reichweite. Braucht der nicht mehr viel. Legt sich Cody danach hier. Und verpasst dem Turm einfach mal beide mittleren Laser. Für den Fall, dass einer versehentlich vorbeigeht. Das sollte nicht der Fall sein. So, noch ein Turm. Und dann müssen wir uns hier in den Bereich bewegen, um die Basis einzunehmen. Oder kann sie da... Ja doch, sie kann auch laufen. Dann läuft sie. So, dann noch Behemoth. Und dann müssen wir nur noch einfach in Sicht auf den Turm kommen. Tun wir zwar von hier aus, aber durch den Sprint kann man nicht mehr angreifen. Deswegen stellen wir uns hinter die Mauer. Dann kann der Turm in der Runde auch normal nichts mehr machen. Könnte natürlich Sensorlock machen. Das haben, meine ich, alle Türme drauf. Yay, Unterstützung, nicht für uns. So. Waiting for orders. Dann marschiert Medusa nach hier. On my way. Macht wieder die Vorweichmethode. Mal vorspülen bitte. So. Machen wir dann mit dem Rest. Da kommt schon mal. Ah, sie haben auf jeden Fall einen leichten mit dabei. I hear ya. Dann zieht Glitch nach hier. Und kümmert sich um den Turm. Sollte klappen. Ja, das klappt. Ganz bestimmt. Und diesmal möchte mich das Spiel kein Lied nehmen. So. Also, schon mal ein leichter Mech. Mal da noch ein Mech, einen mittleren dann. Ein Hunchback 4P. P sind, glaube ich, die Laservariante, ne? Ja. Ja, die Menge an Lasern ist schon recht übel. Allerdings laufen die Dinger auch ganz gut warm. Ich würde sagen, wir versuchen den mal ein bisschen anzukratzen.
Jetzt natürlich eine lange Bewegung gemacht. Ein Firestarter. Ja, das ist einer mit Klammern. Das ist natürlich gefährlich, was die Hitze betrifft. Ach komm, wir haben genug Raketen. Und die Hitze ist auch okay auf dem Biom. Wir brauchen allen Schaden, den wir kriegen können. 8 Punkte. Yay, eine Rakete hat getroffen. Na dann. Mal gucken. Machen wir jetzt natürlich weiter, das Spiel. Und wieder ein Ausweichen weniger. Dann kommt noch ein Thunderbolt, das ist ein schwerer. Das heißt, da sitzt ein Stratege drin. Okay, das wird halbwegs herausfordernd. Thunderbolts sind schöne Maschinen. Die 5S-Variante ist jetzt zum Glück nicht die mit der PPK drin. Es müsste einen mit einer PPK geben. Aber ist immer noch gut genug bewaffnet. Ich meine, als schwerer Mech nicht leicht zu knacken. Deswegen lassen wir den guten Medusa mal in dem Wald stehen. Und mal so ein bisschen aus zweiter Reihe feuern. Die Blips drauf. Okay. Beide jetzt nicht besonders berauschen von der Trefferchance. Affirmative. Weil wir nehmen, was wir können, um uns Ausweichblips dort zu sparen für die kommenden Schüsse. Schon heftig. Also ich sag mal, mit dem Firestarter, der uns aufheizen kann. Mal Glück, dass wir in einem kalten Biom sind. Dass wir jetzt auch noch in einem normalen oder sogar in einem Wüstenbiom oder so, das wäre echt heftig. Ready for orders. Das ist natürlich Hammer auf den leichten. Wir fangen mal mit einem Nahkampf an. Er ignoriert nämlich auch die Deckung, wie man sieht. Zack. Struktur freigelegt. Leichte Laser hat auch noch getroffen. Ja, das kommt noch dazu. Für leichte Mechs halbwegs brauchbar gepanzert. Leichte Mechs. Wir haben jetzt hier eine gute Bewegung gehabt. Insofern ist der Angriff von dem Hunchback ganz gut vorbeigegangen. Nur 1-2 haben getroffen. Versuchen wir auszunutzen. Also hier kommt das Landungsschiff runter, okay. Können wir dann am meisten... Da kommt das Landungsschiff. 2, 2, 3. So machen wir es. Möglichst viel ausweichen bei so vielen Gegnern. Wir haben zwei Möglichkeiten. Der Firestarter uns die Abwärme wegleiten oder splitten ein bisschen. Wir splitten auf jeden Fall ein bisschen. Firestarter kriegt die AKs und die mittleren Laser und der Rest geht auf den Anspeck. Mal gucken, ob das eine sinnvolle Verteilung ist. Ja, wenn es nicht auf zu frische Gebiete geht, ne? Da weichen wir den Anspeck mal ein bisschen. Oh, ein Kopftreffer dabei. Auf jeden Fall nicht verkehrt. What can I do for ya? Dann haben wir Glitch. Glitch, Glitch, Glitch. Wird, denke ich mal, ja, den Handspeck nehmen. Natürlich jetzt eine ziemliche Verteilung von unserem Feuer. Man sollte besser auf einen gehen. Ich meine, den Firestarter hätten wir durchaus eine Chance durchzukommen auf den mittleren Torso. ...31% Chance auf den mittleren Torso zu treffen. Der Handspeck ist natürlich gut aufgeheizt, der wird nicht allzu viel machen können in der nächsten Runde.
Er hat auch noch den Fehler gemacht, hier in das Geothermik-Raum reinzulatschen. Ich meine, er wird auch diese Runde nichts mehr machen. Der Einzige, der von denen diese Runde noch was macht, ist der Thunderbolt. Der hat allerdings Ausweichen, wie blöd. Puh. Ja, ich splitte nicht. Aber ich werde auch nicht gezielt schießen. Weil die Chancen werden dadurch halt schlechter. Und... Oh, Moment. Ach. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Der Handspeck hat einfach eine viel zu gute Trefferchance. Ich splitte. Der Firestarter kriegt die PPK. Der Rest geht auf den Handspeck. Weiß nicht, ob es gut ist, aber wir versuchen es. Bein freigelegt, okay. Der Laser ging vorbei, scheiße. Da kommt der Thunderbolt. Macht er Kampfangriff? Nee. Feuert auf den Vindicator, okay. Eine Menge Raketen getroffen, aber zum Glück gingen die Pinpoint, die Laser vorbei. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und es sah so aus, als ob sie alle vorbeigingen. Dürfte auch vom Schaden her, naja, manchmal nicht so einfach zu sehen. Nehmen wir erstmal das Gebiet ein und jagen nochmal ein bisschen Feuer auf den Handspeck. Haben wir das zumindest schon mal erledigt. Jedenfalls schon mal die richtige Seite, um ihn gut zu entwaffnen, weil 6 von den Lasern hängen in dem Kasten, wo normalerweise die AK bei dem anderen hängt. Ja, schon mal ein Handspeck gegen uns mit der AK-20-Variante. Ist auch ziemlich böse. Da hat der Centurion gut Abwehren jetzt gekriegt. Das meine ich mit der Gefährlichkeit von dem Firestarter. Allerdings, er ist gesprungen. Und dadurch hat er jetzt seinen Stabilitätsbalken nicht runtergesetzt. Ah. Ist die Chance auf den Nahkampf? 90. Wir geben dem Rest die linke Seite, also nicht die Seite, wo die AK drinne hängt. Und wir bauen... Ja, das machen wir. Wir bauen die Hitze erstmal ab. Engaging physical attack. Und zerstören den Firestarter, jawohl. Einmal mitten in den Brustkorb getreten. Enemy mech destroyed. Gut. Minus 1. Da hat der Handspeck wieder durch die Lava. Oder Geothermiefeld, oder wie es heißt. Oh, Kopftreffer, ja super. Das schickt Glitch dann auf jeden Fall in die Krankenstation. Ja, ziehen wir sie außer Gefahr für den Thunderbolt. On my way. Und gehen weiter auf den Handspeck los. So, Sensorstörung. Dadurch ist der Handspeck schon mal etwas geschwächt. Waiting for orders. So, und mit Behemoth haben wir jetzt die schöne Möglichkeit, in den Rücken von dem Thunderbolt zu kommen. Das werden wir ausnutzen. Location confirmed. Wir dürften eigentlich sogar alle Waffen auf ihn abfeuern können. Nah genug dran. Und dann gucken wir mal, ob wir gut durch die Rückseite durchkommen. Ja, auf der rechten Schulter haben wir schon mal die Rückseite offen. Das versuchen wir dann doch mal beizubehalten, dass wir den Thunderbolt, den schweren, von hinten her versuchen. Ah, aber es ist noch welche da. Es ist noch welche da. So, wir müssen ja nicht da in dem Bereich drinnen bleiben. Deswegen können wir uns da jetzt auch bewegen. Wir bewegen uns so, dass der Thunderbolt den leichten nicht sehen wird. Natürlich ein bisschen Abzug dadurch, dass unser Kumpel da im Weg steht, aber immer noch gut genug, weil der Handspeck hat nix. Nix hat er. So, Feuer. Here it comes.
Ein Bein? Okay, Wärmetauscher zerstört. Das ist bei dem Mech natürlich besonders fies. Macht er? Er schießt. Und relativ viel auch. Der dürfte, oder? Überhitze kriegen jetzt. Der hat natürlich den Centurion aufgerissen. Der braucht dann wieder eine Reparatur. Oh, okay. Das linke Bein. Ja, wir bewegen auf jeden Fall Cody. Auf die linke Seite des Hunchbacks. Und ja, geben ihm alles, was wir haben. Noch zwei Wärmetauscher weniger. Das finde ich gut. Denn dann dürfte das mit dem Schießen, wie er es eben getan hat, nicht mehr so klappen. So, Behemoth. Du wirst weiterhin im Rücken von dem Thunderbolt bleiben. Wäre natürlich schön, wenn du dich noch ein bisschen bewegen könntest dabei. Ja. In den Wald rein, für Deckung. Und dann richtig schön aus der Nähe. Hat denn der schwere Laser da gemacht? Das sah ja mal witzig aus. Voller Rücken aufgerissen. Bin mal gespannt, wie der sich jetzt bewegen wird. Damit geht Glitch zwar wieder in Schussbereich für den Thunderbolt, aber ich denke mal, der wird eher auf den Centurion gehen oder sich umdrehen und den Shadowhawk angreifen. Oder um den Shadowhawk drum rumlaufen im schlimmsten Fall. Das kann natürlich auch passieren. Moment, wir multizielen mal wegen den LSRs. Damit die eine brauchbare Chance haben. Roger that. Oh, echt hartnäckig. Viel zu viel Verteilung. So. Ja, er läuft hinter ihn. Au, das ist eventuell schlecht. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Bist du da noch, oder? I hate these guys. Hm, okay. Ich sag mal danke, Computer. Receiving you. Mach mal's. Die PK wahrscheinlich scheiße treffen, ja. Ich würde sagen, er gibt Behemoth helfen. Move order received. Und sich aus der Sicht von dem Hunchback ziehen. I copy. Ja, schade, die PPK treffen müssen. Man kann nicht alles haben. Hallo Hanji. Oh, Nahkampf. Und den linken Arm abgeschlagen. Macht zum Glück unserer Bewaffnung nichts, aber ist natürlich teuer. Wir als Söldner müssen leider immer auf die Preise achten. Und wenn uns ein Auftrag zu viel kostet, ist er nicht gut. Nein, ist er nicht gut. Aber mal gucken. Wir splitten. R5 geht auf den dicken und die KSRs würde ich sagen auch. Engaging multiple targets. Kopftreffer, sehr schön. Linkes Bein, linker Torso, linker Arm zerstört, das heißt fall um. Pilot außer Gefecht, das heißt, das ist kompletter Loot. Der hat sich durch den Kopftreffer, durch die Zerstörung von dem linken Torso und jetzt auch noch durch den Fall ins Nirvana geschickt, der Pilot. Commander.
Das ist natürlich saupraktisch für uns. Wir wollten ja auf den Rücken weiter feuern, ne? Dann machen wir das. Und zwar so, dass wir alle auch den leichten Laser feuern können. Affirmative. Munitionsexplosion, ja. Munition am falschen Fleck. So, also wieder raus. Mal gucken, ob wir von dem Thunderbolt was kriegen. Ich meine, wir haben ja jetzt über die Mitte zerstört. Ist immer schlecht, Munition in der Nähe der Mitte zu lagern. Mission successful. Und ich glaube, der hat die LSR-Munition sogar direkt in der Mitte drin. So, da haben wir unsere großzügige Bezahlung von 67.210. Dadurch, dass wir das mit der mit dem Zerstören der Verteidigungstürme auch noch erhöht bekommen haben. Ja, war jetzt auch nie unser Ziel. Wir haben jetzt auf Teile gesetzt. Glitch fällt aus für 17 Tage. Ganz schön lang. So, ja, wir kriegen einen Thunderbolt-Teil. Das ist dann für mich ein definitiver No-Brainer. Und den Rest holen wir uns einen neuen Hunchback. Ja. So, mal gucken. Mittlere Laser, jede Menge. Oh, ein Doppel-Plus mittlerer Laser. Ich habe gar nicht geguckt, ob es noch viel mehr doppeltes Plus gab. Ein Einfach-Plus gab es noch. Okay. Okay, nee, habe ich also einfach den No-Brainer gemacht, aber den Doppelplus haben wir gekriegt. Der gibt uns eine Präzision und 25% Crit. Und ansonsten, ja, also die mittleren Laser werden sich auf jeden Fall in dem Hunchback wiederfinden wahrscheinlich. That mech is ready to fight, Commander. Voll. Kleine Energiewaffen. Reparatur in Mechs vorführen. Ich dachte, ich warte in der Mech-Bucht auf sie, ja. So, wen tauschen wir? Ich würde sagen, den Panther schmeißt mal raus. Den Gender können wir leider nicht, der ist noch in Reparatur. Also lagern wir den Panther ein und kriegen dafür im Tausch einen Hunchback. Finde ich brauchbar. Wir machen noch schnell die Reparaturen. Ein Centurion muss zum Glück nur repariert werden. Keine Bauteile zerstört mit dem Verlust von dem linken Arm. Der ist einfach nur zum Schilden da sozusagen. Und der Hunchback ist in unserer Obhut. Haben wir da jede Menge Wärmetauscher, ja. Sinnvoll bei der Menge an Lasern. Und ein echter Laser im Kopf noch drin. Das ist hier oben der kleine Pimpel. Man könnte noch zwei weitere Unterstützungswaffen wie den leichten Laser mit reinpacken. Oder halt Sprungdüsen. Man könnte auch den mittleren Laser durch was anderes ersetzen. 8 Laserplätze oder Energieplätze. Man könnte natürlich auch eine PPK einbauen, wenn man das möchte. Auch möglich dann. So. Fahren wir doch erstmal in der Standardkonfiguration. Gucken wir uns an, was er so zu leisten vermag. Und vielleicht bauen wir auch noch ein bisschen an dem rum. Mal gucken. Mal schauen. Ah, die Farbmuster sind jetzt mit unseren Farben jetzt nicht so wirklich der Hingucker. Ich würde sagen, wir verpassen ihm einen schönen roten Helm. Bei dem anderen Muster war es, glaube ich, ein bisschen stärker, das Rot, ne? Ah, nicht viel. Aber hier dann schön weiß-rote Beinchen. Ja, ich glaube, so lassen wir ihn. Damit neuer Loot. Unsere Lanze etwas verstärkt um einen weiteren 50 Tonner, einen 30 Tonner oder nee, 35 Tonner, ja, 30 oder 35 Tonner dafür ausgetauscht und ja, es macht sich ganz langsam, ganz langsam. Doch, eins können wir noch machen. Wir gucken nochmal unsere Mechkrieger an, die haben ja ein bisschen Erfahrung gesammelt. Mal gucken, die gute Behemoth kann... 20% Max Sprint. Das ist natürlich für sie praktisch. Das machen wir. Sie kriegt den 7. Punkt in die Steuerung. Bestätigen wir. Training confirmed, Commander. Cody. Ja,
Einfach nur Waffengenauigkeit oder... Überhitzungsschwelle. In seinem aktuellen Mac ja nicht ganz so wichtig. Ah. Aber der Centurion ist nicht sonderlich schnell, deswegen geben wir ihm auch mal den maximalen Sprint. Training complete. Yeah. Medusa dürfte ganz gut was machen können. Nahkampfgenauigkeit und maximale Ausweichladung. Ja, auch er kriegt den Defensivbonus, den ja die meisten schon haben. Und Sandcastle kann auch nichts, denn wir haben leider noch keine Trainingskapsel. Die gute Glitch, die jetzt uns für 18 Tage leider fehlen wird. Allerdings kann... Ja, auch den Sprint bekommen, würde ich sagen. Bisschen Mobilität ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, damit haben wir unseren Jägern wieder etwas mehr Erfahrung beigebracht. Unserem kleinen, illustren Kommando hier wieder einen brauchbaren Mech verschafft. Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wo auch immer, wann auch immer ihr zugeschaut habt, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ja, ciao!